So, dann willkommen zurück zu einem neuen Human for Flatboard mit Zwenke und dem Präsidenten der USA. Offensichtlich. Wir haben ein Auto mit Steinschlag. Das können wir verschieben. Neues Level in Human for Flat. Ach ja, weiß noch Modi damals. Human for Flat. Ehrlich Als wir die gesagt ganzen nicht. Sachen. Ich habe eine ganze Playlist auf YouTube, das ist Ich weiß nur wirklich noch, dass das Spiel sehr beliebt in China zu sein legendär. scheint. Wir haben alles durchgespielt, wir haben sogar viele Lobby-Levels gespielt, wir haben es halt wirklich. Wir haben die halbe. Wir haben die ganzen, nicht Lobby-Levels, sondern. Wie war das hier? Workshop-Levels. Wir haben den halben Workshop durchgespielt. Und sie waren nicht gut. Na doch, einige waren sehr gut. Zwei waren gut. Und die sind dann übernommen worden. Und am schmerzhaftesten war es noch, war hier dieses beige Level, weißt du noch? Haben wir nicht alle geragequittet zusammen? Ja, wir haben es nicht geschafft. Es war halt nicht schwer, es war halt so Und super langweilig. ein, zwei Streams gab es bei mir auch noch. Einen Speedrun habe ich dann nochmal versucht, da gab es auch nochmal einen Stream von mir. Und das Lustige ist, du bist halt wirklich, wenn du es eingereicht hättest, Weltrekordhalter in dem aktuellen Human Fall Flat Build inklusive der neuen Level. Es hat 2 Stunden gedauert, bis ich den oder so Ja, aber es hat tatsächlich kein durch anderer hatte. gemacht. Ich bin ja noch, ich habe es auch nicht beendet. Ich bin nicht zu Ende durchgekommen. Ich habe es auch nicht gemacht. War nur ein Versuch. Ein Speed war ein Versuch. Und ich skippe hier übrigens gerade, also du kannst das Level gerne normal weitermachen. Wie Oh. geht's denn normal? Ich glaube in die Mine rein, oder? Nee, da geht's nicht rein. Habe ich schon versucht. Moment. Die Tür ist verschlossen. Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Ja, da ist das doch der normale Weg. Schade. Also ich auch. Hat's dich fast gut gefühlt, dass du was geskippt hast. Nicht wirklich. Ich habe absolut kein Interesse mehr an dem Spiel. Aha. Wieso das nicht? Weil ich es Ziehst durchgespielt habe. mich mal hoch. Nö. Ich Oh skippe hier Mann. gerade. Ich angle hier. Ich kann es immer noch. Halbwegs. Oh Gott, nein. Oh. Nee. Ja, cool. Ich habe Dinge Okay, getan. hier komme ich nicht hoch. Muss hier was Rädchen. Ups. Okay. Okay, ich bin oben. Das gibst du hier wieder, oder was? Ich versuch's zumindest. Ah. Da geht's runter. Das ist nötig. Ein Brecheisen. Gibt's Brecheisen? Das kann man bestimmt irgendwo viel gebrauchen. Müssen wir uns erstmal rausziehen. Oh, okay, ich habe ein Brecheisen. Okay, die Tür kriegen wir nicht auf. Kann ich bestimmt hier das Tor einbrechen. Ach so, nee, hier, die Sachen hier kann ich damit machen. Kann hier den Zaunlatten entfernen. Oder auch nicht. Oder so. Da braucht ein Brecheisen, wenn er Hände hat. So, da bin ich schon weiter. Und wo hängst du jetzt rum? Ich bin hinten am Berg, Moment. Okay, ich bräuchte vielleicht gleich mal deine Hilfe. Nein, glaube ich nicht. Das Spiel kann man auch Singleplayer durchspielen, von daher. Kabel. Ich brauche hier ein Kabel. Wenn du irgendwo Kabel siehst, Oh, ich sehe Kabel. dann bringen sie mal her zu mir. Moment. Ah, ich sehe auch Kabel. Da oben. Muss man erstmal hochkommen. So, ich Ein muss Loch mich gerade verschieben. durchquetschen. So. Okay, ich bin oben. Ich Loch hier Und ich habe Kabel. verschiebe. Ich sehe da auch ein rotes Kabel. Hast du ein blaues Kabel?
Ich bin, glaube ich, schon ein deutliches Stück weiter. Hallo da unten. Aber beende nicht das Level schon. Och, ich guck mal, was ich tun kann. Okay, ich versuche da hochzukommen. Das hat ja mal richtig viel gespart. Wenn ich jetzt noch gut klettern könnte, dann wäre das... Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Okay. Hier kann ich eventuell hoch. Oder auch nicht. Wenn ich noch angeln könnte, das wäre... Irgendwie kenne ich es dann doch nicht mehr. Also das Normale kann ich, aber das... Diese Schnelle mit Springen, das kann ich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gekonnt. So, hier. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Links, rechts und hops. So, hier und hoch. Na komm, das schaffe ich gut gehangelt. Mir fällt gerade auf, weil im Stream-Chat jetzt steht, darf ich mitspielen von dir. Mhm. Und du mitspielst, wird jetzt jeder, der reinkommt und gesagt bekommt, dass er nicht mitspielen darf, sagen, aber Mordi spielt doch mit. Oh, das ist eine gute Meta-Ebene. Verstehst du, das ist jetzt so ein bisschen... Wie soll ich das denn jetzt erklären? Sag einfach, ich habe dafür bezahlt. Hast du ja in gewisser Weise auch. Sag einfach, es kostet 1500 Euro. Pro Stunde. Und wenn das irgendwer macht, hast du einen Donation-Link? Nö. Noch nicht. Und das mehr schon so viele Spiele gespielt, daher kann man's. Die meisten davon habe ich entweder nur aus Joke gekauft, die 10 Cent kosten. Ja, aber zusammengezählt. Und zusammengezählt. Ja, gut. Hast du mir auch schon manche Spiele gespielt, gekauft, die teurer waren. Die meisten habe ich tatsächlich in meiner ganzen Freundesliste gekauft, von daher. Aber wenn man es zusammenzieht, rentiert sich das schon. Das wollen wir schon. Ja, ich meine, ich habe halt das Geld und ich bin jemand, ich unterstütze halt gerne die Leute. Ja, und dafür bin ich dankbar. Ich meinte nicht dich, sondern die, die das Zeug programmieren. Ja, dafür sind sie dann dankbar. Mich unterstützt ihr damit auch. Ich mache halt für die wahrscheinlich das meiste Marketing. Unfreiwillig. So, jetzt brauche ich noch ein blaues Kabel. Gott, das kann doch nicht sein. Wie schlecht bin ich denn geworden? Kriege ich jetzt hier ein blaues Kabel, ja. Okay, da kann ich auf jeden Fall hoch. Ich habe es auch lange nicht mehr gespielt. Das merkt man. Ich hantiere jetzt hier ein bisschen mit Loren rum. Ich hänge an der Wand. Okay, die Lore lässt sich öffnen. Vielleicht ist da ein blaues Kabel dran. Würde mich nicht wundern. Na, schau mal, was da drin ist. So habe ich das gemacht. Okay. Ah, da ist ein blaues Kabel drin. Überraschung. Wer hätte es gedacht? Oh, großes Wunder. So, hier. Und zack. Sesam, öffne dich. Und jetzt durch in den Berg hinein. Okay, ich bin im Berg. Ich glaube, ich bin hier wirklich schon am Levelende. Ich habe hier einen Fahrstuhl. Nicht reinspringen. Ich hänge immer noch an der Wand. Ich glaube, das braucht auch noch eine Stunde, weil ich hier einen Fahrstuhl. Schlecht im Klettern geworden bin. Wenn du das Ende siehst, bleib stehen. Nein, ich beende. Ich bin hier gerade in der Mine drin. Hier kommt man auch nicht mehr raus.
10 Banner. Eine Abrissbirne. Okay, haben wir ein Rädchen. Das kann ich drehen. Aber was passiert, wenn ich es drehe? Es geht wieder zurück. Irgendwas tut es. Ist das nicht. Öffnet sich das Tor da drüben oder was passiert mit dem Rädchen? So eine Umdrehung, nicht wieder zurück. Okay, es dreht sich auf jeden Fall wieder zurück. Ah, es öffnet das Tor dort drüben. Kurz was gucken, Moment. Dann muss ich also was dazwischen legen, damit ich da durchkomme. Oh. Und wer ist mit der Axt? Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke. Und ich habe ein Bierfass. Die meine Spitzhacke festklemmt. Was machen wir jetzt damit? Vielleicht kann ich hier rüber? Ja, hier kann ich rüber. Ah, hier habe ich die Tür. Hier ist die Tür, die versperrt war. Du kannst jetzt durch. Die Tür, die du am Anfang gesehen hast, die du dir gedacht hast. Ah ja. Wie gesagt, ich bin irgendwo fast an der Bergspitze. Wenn du wieder runterfällst, dann kannst du jetzt durch die Tür durch. Hurra. Ich habe einen Energieblock. Eine Batterie. Dieses Scheißhaus. Ich hab keine Kabel. Einen Energieblock kann ich eventuell benutzen, um die Tür aufzuhalten. Okay, hier könnte ich runter, mache ich aber nicht. Und selbst wenn ich Kabel hätte, wofür? Ist hier vielleicht schlauer hochzugehen? Hier ist es deutlich. Oh, ich habe gerade gespeichert, hey. Ja. Okay, bleib hier oben. Sehr schön. Dann drehe ich das hier hoch und dann kann ich da wahrscheinlich vielleicht. Hier könnte ich dich sehr gut gebrauchen, dass du da oben die Batterie drunter legst. Du bist gerade ganz woanders. Übrigens, wenn ich jetzt streamen würde, müsste ich sagen, ich war tatsächlich mal gut in dem Spiel. Nee, du hast mir null geholfen. Das ist gar nicht gut. Ich könnte hier mal deine Hilfe gebrauchen. Könnte ich hier wirklich mal deine Hilfe gebrauchen. Nee, ich muss meine Skills gerade wiederfinden. Also, hier geht das doch. Und na komm, oh nein. Es wird doch nichts. Es wird nie was. Alleine schaffe ich das hier nie. Musst du können. Nee, das geht hier nicht. Wenn wir die Batterie dazwischen packen, das kann ja. Wenn du dabei wärst, dann wäre das hier easy. Könntest du die Batterie runter machen, während ich hier kurbel. Alleine. Da muss es einen komplizierteren Weg geben, den man im Singleplayer machen kann. Aber wir sind doch hier im Multiplayer. Wir haben doch hier die Möglichkeit. Also beweg deinen Arsch mal hier. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin wahrscheinlich am anderen Ende des Levels. In der Mine. Ich weiß nicht, wie ich in die Mine komme. Da, wo die Züge sind. Also im ersten Level des Spiels? Zu den Gleisen. Hier, da unten sind Züge, die mit roten und blauen Kabeln verbunden sind. Bei der großen Statue mit dem Minenarbeiter mit der Spitzhacke. Wenn du ein bisschen zurückgehst. Wie ein bisschen zurück? Ich bin halt jetzt wirklich wahrscheinlich kurz vorm Ende vom Spiel. Ich kann jetzt nicht mehr zurück.
Da spielt man mal Multiplayer. Weil du auch alles skippen musst hier. Meine Fresse. Das ist, was ich immer in dem Spiel gemacht habe. Ich will das Spiel halt hier erleben. Ja, tust du doch auch. Dann geh ich ja leider nicht mehr lange. Weil du das Level gleich beendet hast. Werden wir sehen. Ich werde hier wahrscheinlich noch eine Stunde an der Wand hängen. Ich komme hier nicht durch. Es wäre so einfach zu zweit. Aber was mache ich denn mit dem Batteriekasten, wenn ich den dann... Angenommen, ich nehme den dann. Bringt doch nichts. Ich hab doch hier nur zwei Stück rum. Es sei denn, ich pack das mal hier. Dann schließt sich die Tür. Nö, tut's nicht. Okay, dann kriegen wir das vielleicht so hin. Ich hoffe, du bist aufgeladen. Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Und ich versuche hier mal hochzukommen. Na komm. Also. Ist die Pflanze da am Weg, deswegen kann ich hier nichts. Na komm. Das schaffen wir. Vielleicht kann ich eine Lok dahin schieben. Das wäre eine Möglichkeit. Dich hier da rein. Holz zurück. Ja. Natürlich. Und nicht zurückrollen. Dann den Wagen hier lang. Dann komme ich vielleicht so hier hoch. Jupp, sehr gut. Einen Schritt weiter. So, nun. Jetzt habe ich eine Kiste. Bist du schon am Ziel oder was? Nee, ich versuche hier immer noch irgendwas zu machen. Tja, nur weil du wieder skippen musst. Wenn du hier den normalen Weg mit mir nehmen würdest, dann ja. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich von hier jetzt wieder zurückkommen soll, weil wenn ich mich jetzt umbringe, dann spawn ich wieder oben. Du übrigens auch, also will ich an deiner Stelle nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das Level hier aussehen soll. Moment, ich komme runter. Wenn du halt die Hälfte skippst. Versuche hier gerade hochzuklettern. Ich glaube, ich muss das Spiel einfach nochmal komplett durchspielen. Andererseits habe ich halt echt kein Interesse mehr dran. Ist okay. Klar, dass das dir keinen Spaß macht, wenn du das Spaßige skippst. Das ist ja, brauchst dich nicht zu beschweren. Wenn du die Wege gehen würdest, die das Spiel vorschreibt, dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Das sind halt vorgegebene Wege relativ offensichtlich, aber halt für Leute, die das Spiel tatsächlich können. Noch können. So, ich bin ja gleich oben.
hoffnungsvolle Musik. Juhu. Okay, wie nochmal durch die Wand. Na komm. Das ist so ein nerviger Baum im Weg. Ne, ich bin jetzt schon woanders, die Minus. Ja, du bist wahrscheinlich den Aufzug hoch, oder? Nee. Bin aus der Mine schon raus. Versuche hier gerade hochzuklettern. Rechts neben der Mine. Da steht ein Eisenbahnwaggon. Ach, hier. Da dürftest du mich gerade hangelnd finden. Ah ja, da oben. Vielleicht gibt es einen besseren Weg. Nee, ich habe keine Idee, wie man hier hochkommt. Außer mit Hangeln. Ach, hier bist du. Kann man die Kiste dort irgendwie hochstellen. Wieso sollst du da eigentlich lang? Ah, es gibt natürlich keinen anderen Weg. Die Musik ist ein bisschen nervig. Sekunde, ich höre dich gerade nicht. Die Musik ist zu laut. Das wäre auch eine Idee. So. Nee, kommst du nicht hoch. Wie wär's denn mit darüber? Es wäre ein gewagter Sprung, aber. Ja. Vermutlich eher weniger. Oh, ich bin oben. Ah, hey. Moment, dann bringe ich mich kurz um, weil da liegt auch der Checkpoint. Sehr schön. Weil da wollten wir ja hoch. Wo ist Lagerfeuer? Radiobox. Das ist ein blaues Kabel, das brauchen wir wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß auch schon. Den Waggon hier. Nehmen wir noch den hier. Der macht's leichter. Doch nicht immer umständlich, wenn es leicht geht. So haben die das gemacht, an irgendwelchen schrägen Oberflächen. Zack und. Lol. Komm, jetzt musst du noch ein bisschen. Und hops. Nein! Ich war schon fast oben, lass mich los. Nein! Ich hätte dich hochziehen können, also hier. Nein! Ich bin unten im Feuer. Brenne. Das tue ich neben den Marshmallows. Grüßen mir die Marshmallows. Das Schaukeln habe ich auch von der Angst, das hier. Ja, ich halt auch und das ist richtig nervig. Na komm. Oben bin ich. Sehr gut. Nimm das Kabel. Oh, der Kabel hat einen, der Fernseher hat einen Anschluss. Brauchen wir den dafür vielleicht? Möglich. Egal. Ich nehme auf das Kabel mal mit runter. Oh nein, ich glaube, da müssen wir nicht lang. Okay, ich bin jetzt hier unten mit dem blauen Kabel. Ja, eine Idee, was wir damit machen mit dem blauen Kabel. Ja, Moment. Hier unten brauchen wir den nicht, da haben wir schon zwei. Ich nehme mal eben den Fernseher mit. Ich habe eine Idee, was wir hier mitmachen können. Nein! Ich nehme den Fernseher offensichtlich nicht mit, weil er gerade in einer Wand steckt. Okay, schieb mal die Lore hier rein. Vielleicht können wir das. Ich kann mal zu nichts zu gebrauchen. Wir können. Nee, die Lore kann ich hier nicht reinschieben. Das ist schlecht. Amordi, vielleicht können wir meinen Plan hier durchgehen und da mal. Wenn du mir die Box darunter schiebst. Wie ich nicht drehe. Was überhaupt? Wieder unten. Unter der Brücke. Wieder unten. Komm mal mit, dann machen wir das dort unten. Es geht viel leichter. Hier unten bei den Waggons. Bei der Mine. Warum? Das haben wir doch schon durch. Guck mal an die Mine, da können wir. Da gibt es doch eine Kurbel, die wir machen können. Da habe ich doch schon den Block, den Energieblock habe ich dort hingestellt. Wenn du den da jetzt oben zwischenschiebst, können wir da wahrscheinlich durch. Ach lol, müssen wir sie durchs Level transportieren oder was?
Nee, du müsst einfach nur um das Fall geht und du stellst dich selber unter das Gitter. Das heißt, das Gitter geht halt wieder runter, sobald ich hier. Ja, was komm mal für ein her. Gitter? Komm mal in die Mine rein, dann zeige ich dir das Gitter. Hier, da drüben ist ein Gitter hier. Wenn da jetzt hochgehst und da die Mine und dann da einfach mal. Ja. Dann gleich mal den Block drunter stellst, dann können wir da vielleicht durch. Warum? Ich kann doch einfach den Block nehmen. Aber ich komme jetzt da nicht durch. Sobald ich aufhöre. Gut, dann. Da kommst du noch durch. Sehr gut. Na. Könnte man nicht irgendwie in Ragdoll-Modus gehen? Ja, so etwa. Das Spiel will nicht, dass ich da durchkomme. Na komm. Modität. Mhm. Ja, du hast mich, aber ich bin noch auf der Seite. Ja, mach noch mal auf. Vielleicht kannst du es ein bisschen weiter oben aufhalten. Wie konnte man nochmal in den Ragdoll-Modus gehen? Ja, kann ich. Hilfe! Hilfe! Okay, soll ich loslassen? Ja, ich glaube, ich halte es auf! Okay. Kommst du bitte? Sehr gut, so schnell bin ich nicht. Aufhalten! Ja, passt schon. Geht noch. Nee, geht nicht. Dann Moment, ich gucke jetzt ganz kurz in der fucking Steuerung. Na komm. Ich klemm drunter. Und ich bin durch. Ich bin durch. Nein, ich falle. Ja toll, ich aber nicht. Jetzt bin ich jetzt wieder hier oben. Und was mache ich hier oben? Könntest du bitte. Okay, ich bin fast wieder frei. Hier brauchen wir das blaue Kabel für. Hier brauchen wir das blaue Kabel von unten. Aber okay. Wie? Wo bist du? Ich bin oben beim Checkpoint. Und ich weiß nicht, wie man da. Okay, wie wär's, wenn wir erstmal die Baustelle hier machen? Jo. Ich versuche wieder runterzukommen. Ich springe. Ich komme in die Mine. Ich bin in der Mine. Warum bist du in der Mine? Du kannst einfach von oben da runterspringen. Sie bringen ein blaues Kabel mit, das bräuchten wir eventuell. Cool, übrigens, die Energiebox, die ist jetzt weg. Die hätten wir gebraucht oben. Ich glaub's halt nicht, ansonsten würde die halt nicht so beschissen respawnen. Ich weiß, dass wir die brauchen. Da oben ist eine. Es kann auch noch ein anderes. Da oben ist ein rotes Kabel und damit können wir den auf Fahrstuhl betreiben. Hier habe ich schon ein blaues Kabel. Ich glaube, wir hätten gar nicht die Brücke hochgemusst, sondern Ich komme durch das Gitter nicht mehr durch. Oh. Okay, cool. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Indem du springst. Du hättest das Gitter jetzt aufmachen müssen. Das Gitter geht nicht auf. Ich habe so. Dinge kaputt gemacht. Suizid. Jetzt bin ich wieder auf der Brücke. Okay, und wie komme ich jetzt zu dir runter? Jetzt habe ich hier einen Felsen. Bin noch meilenweit von der Sache entfernt. Ich komme da niemals rüber. Hilfe, ich hänge jetzt. Okay. Ich hänge in dem Bagger. Okay, eventuell komme ich da jetzt hoch. Okay, ich bin frei. Ich hänge jetzt hier oben bei der Brücke rum. Schön, wenn man noch hangeln könnte. Ja, es würde vieles. Okay, man, jo. Okay, ich mach dann mal das Level weiter. Im Gegensatz zu dir offensichtlich. Oh nein, ich falle. Ich versuch's auch gerade, aber. Bin halt gerade an anderer Stelle. Moment. Versuch hier gerade den Stein hier hochzukommen. Moment, ich habe mal eine ganz revolutionäre Idee. Mhm. Die wäre? Die hier.
springst einfach dran vorbei. Aber ich will doch nicht dran vorbeispringen. Ja, du, natürlich, du willst doch auf die Baustelle, weil es da weitergeht. Das schaffe ich doch nicht, das ist zu weit weg. Du gehst auf die Pflanze, du springst dann hier auf den Steg unten. Dann komme ich niemals wieder hoch. Da oben ist unser Checkpoint. So, warte, ich bin also, hier gleich oben. Zu der Pflanze. Moment, ich zeig dir nochmal wie. Ich bin jetzt gerade hier, ich habe hier ein Flugzeug. Warum bist du beim Flugzeug? Komm wieder zurück! Beim Flugzeug sind wir noch nicht, du wolltest noch das Level spielen. So, jetzt bin ich bei der Baustelle. Ja, schön, ich komme auch gleich, Moment. Jetzt habe ich den Abriss. Guck mal, was ich meinte. Abrissbirne. Okay. Schon mal daran gedacht. Abrissbirne habe ich schon benutzt. Was machen wir jetzt? Ich habe schon erledigt. Ich habe die Statue kaputt gemacht und das hier. Okay, jetzt kommen wir hier durch. Ja, ich glaube. Du hast übrigens Polski hinten draufstehen auf deinem Rücken, auf deinem Hinterkopf. Ich weiß. Das macht das Ganze noch so viel besser. Und nun, was machen wir? Jetzt müssen wir das Fenster wahrscheinlich durch. Hier ist eine Pflanze. Hier ist ein kleiner verdorrter Baum. Vielleicht können wir da irgendwie drüber. Ach du, hast dich. Sieht sehr sass aus. An der Lampe schwingen können? Nee, guck mal hier, das sieht doch sehr sass aus hier, dieser Baum. Nein, ich meine, da. Kannst du mal kurz Trümmerfrauen da vorne spielen und den Weg freimachen? Warum? Damit ich das hier durchschieben kann, damit wir an die Lampe kommen. Kommen wir da nicht auch so ran? Nee, ich hab's versucht vorhin. So. Na komm. Der steht, glaube ich, noch ein bisschen im Weg hier, der Große. Jetzt liegt er im Weg. Na komm. Weg mit dir. So nämlich. Auch interessant finde ich, dass der beiden hier eine Pistole in der Potasche hat. Ja, das liegt aber am ursprünglichen Skin. Es gibt keinen anderen. Seit wann braucht beiden eine Pistole? Der hat ganz viele Männer mit Pistolen. Das reicht. Der braucht keine eigene. Noch ein Stück schieben. Perfekt. Und hops. Oh, war ja. Na, schwingen kannst du aber noch, oder? Ja. Ich bin drüben. Könntest du die Lampe vielleicht zurückschicken? Sie kommt langsam. Am Checkpoint gibt's hier natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ich hab das schon viel später geholt gehabt. Nee, der letzte Checkpoint ist auf dem Berg oben. So, aber hier können wir hoch. Okay. Was auch immer. Ich glaube, hier können wir hoch. Ein bisschen angeln. Moment, ich muss noch an die Lampe. Mach das. Okay, jetzt bin ich hier oben. Jetzt kann ich übers Dach dort rüber. Da ist eine Kiste auf dem Dach. Auf dem Dach ist eine Kiste. Was machen wir mit der Kiste? Ja, Moment, da kommt man aber relativ schnell ran. Moment. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Ich bin hinter dir. Na komm. Oh nein. Jo. Danke. Ich wollte eigentlich auf die Steine hier drüben. Ich versuche mal hier hoch.
Uff. Ich glaube nicht, dass du darauf kannst, auf die Steine. Doch. Hier hat ja alles eine Hitbox, das weißt du. Aber nur so kleine, dass das nichts bringt. Und was machen wir mit der Box, wenn wir sie haben? Weiß es nicht. Aber da oben liegt eine Box und ich will sie. So, na komm. Na komm. Komm schon. Bin fast da. Deine sind noch nicht grundlos hier. Ja, zur Deko. Weißt du schon, was ich meinte? Ja, man kann drauf. Ich bin oben. Ich auch gleich, Moment. Okay, das kann man nicht umhauen. Was machen wir mit der Kiste? Ich sehe da keinen Sinn drin. In dieser Kiste. Nee. Ah, scheiße. Das macht absolut keinen Sinn. Okay, Kiste sinnlos, sagst du? Und wenn sie einen Sinn hat, sehe ich ihn nicht. Eventuell können wir ihn hier draufstellen, dann können wir rüberspringen zur. Das schaffen wir vielleicht was zu. Scheiße. Wir müssen rüber zum Flugzeug, würde ich sagen. Das wäre eine. Ich glaube auch. Die Kiste macht keinen Sinn. Das können wir jetzt hier auf den Rand stellen, dann können wir besser rüberspringen, aber. Es geht fast auch ohne. Stell mal die Kiste auf den Rand. Und aus. Okay, ich habe die Kiste mitgenommen. Mhm. Jetzt bin ich wieder drüben bei der Brücke. Ah, hi, Molly. Oh, meine Güte. Hier kommt doch hier darüber. Und da kommen wir direkt zum Flugzeug. Und hier hoch wird das über den Stein. Sind wir direkt beim Flugzeug. Ich bin aber zu beschissen, um über den Stein zu kommen. Warte, ich bin aber da drüben. Ja, so, hier. End. Und hops. Und hops. Na komm. Ich komm nicht mal auf die scheiß Pflanze hoch. Ich kann tatsächlich besser klettern als du, das ist ja. Ja, toll, du hast das Spiel wahrscheinlich auch öfter gespielt als ich mittlerweile. Glaube ich kaum. So, jetzt haben wir hier dann eine Kette um den Propeller drumherum. Wenn ich die entferne, können wir vielleicht fliegen. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht. Okay, jetzt hänge ich hier beim Flugzeug fest. Aber wo soll das Flugzeug hinfliegen? Mach die Kette hier los. Den Propeller erstmal nach unten drehen. Jetzt die Kette ab. Und ziehen. Die Kette bewegt sich hier kein Stück. Dann die vom Baum abmachen. Hätte ich auch gesagt. Aber was soll das Ding bringen? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das Ding fliegen kann. Nein! Ich falle. Ich falle jetzt ja nicht runter. Und hops. Ach, Dreck. Kette ist unten. Okay, ich versuche rüberzukommen. Ah, Moment, ich weiß wie. Bringt das irgendwas?
Moment. Flugzeug lässt sich doch schieben, oder? Das Flugzeug lässt sich schieben. Warte, ich bin gleich drüben, nicht ohne mich. Ich hab so das Gefühl, ich weiß, wo wir gleich hinkommen werden. Nicht ohne mich fliegen. Nicht ohne mich fliegen. Da wird, glaube ich, nicht geflogen. Sekunde, ich bin gleich da. Hier hängt's also. Ich muss jetzt meinen großen Stein hoch. Lästig. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, du kannst gleich unten bleiben. Und werden wir gleich sehen. Scheiße, ich hänge an der Kette. Ist die Lösung für alles dann doch die, doch der Fahrstuhl? Ja, ich denke schon, dass es der Fahrstuhl ist. Nein! Was mache ich denn hier? Sekunde, da komme ich auch noch hoch. Du hast mittlerweile aber schon verstanden, dass das Flugzeug dazu da ist, dass wir von da drüben hierher kommen, oder? Nö. Let's find it out. Wieso sollte das Flugzeug da? Wieso sollte das Flugzeug dazu da sein? Der Motor ist kaputt, du kannst es schieben und dann kannst du hier rüber. Ja, völlig sinnlos. Nein, eigentlich nicht, aber ja. Ich komm diesen verfickten Stein nicht hoch. Ach komm, fass doch mal an hier. 1, 2, 3 und hops. Und 1, 2, 3 und hops. Wo hast du das blaue Kabel von dem Fernseher hin? Ganz unten. In der Mähne, oder? Ungefähr. Also jetzt bin ich hier beim Flugzeug. Ich bin hier beim Flugzeug. Ich steig mal ein ins Flugzeug, vielleicht bringt da doch irgendwas. Nee, ich glaube, man kann da nicht wirklich einsteigen. Wo ist jetzt das blaue Kabel? Weil das gehört halt nicht hier hin. In der Mine. Okay, ich sehe es. Okay, das bringt offensichtlich nichts. Können wir uns darauf einigen, dass das Level ziemlich scheiße ist? Bis jetzt ziemlich. Okay, das Flugzeug kann ich nicht bewegen. Die Kette ist im Weg. Was machen wir jetzt hier mit? Was machen wir mit dir? Okay, Kette ist wieder da. Die Leitung ist wieder da. What the fuck? Hat mir sonst noch irgendwas runtergeworfen von hier oben? Nö. Aber wir brauchen den Transformator, den brauchen wir da oben. Oh, ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Doch, den brauchen wir um die Dingens. Ja gut, dann müssen wir aber den Scheiß. Den Fahrstuhl zu machen. Fahrstuhl reparieren. Na, dann müssen wir das Gitter aufmachen. Denn wir müssen das verdammte Gitter hier. Das war das erste Rätsel, was wir hatten. Wir müssen das nicht hier durchbringen. Der Fahrstuhl hier führt runter in die Mine und den müssen wir irgendwie in Gang kriegen. Ich weiß aber nicht wie. Und wie kommen wir dann hoch? Ach lol, der ist schon gefahren. Ja, wow. Moment, ich hol kurz die Box. Ich hol kurz den Transformator. Hier kommen wir hoch. Ach, das ist der Fahrstuhl, den wir... Nee, guck mal ja. Hier. Dann brauchen wir einen blauen... Den Transformator brauchen wir oben und dann brauchen Wo wir... Wo lag der ursprünglich? Der lag ganz hinten in der Mine, an der Tür, an der Eingangstür. Okay, also übers Fass. Und mit dem Transformator können wir dann den roten, braunen und den blauen miteinander verbinden und dann funktioniert der Fahrstuhl hier, der nach oben führt. Ja, offensichtlich. Das ist die Lösung. Ich habe halt nicht gewusst, dass der scheiß Fahrstuhl einfach so funktioniert. Weil das tun die Dinger im Normalfall nicht. Hast du den Transformator? Ja, Moment. Nein! Oh. Ist halt eine Batterie, die funktioniert halt hast so. Hast du gerade den Fahrstuhl geholt? Nö. Ah, dann doch, hab jetzt. Ich das ist der Fahrstuhl. Ja, toll. Schick mal wieder runter.
Ah, da ist er. Und da kommt er. Boah, das ist schon ziemlich scheiße. Also vom Spielerischen her sogar. Ah, okay, da bist du. Ach, ich soll dich holen. Ja. Kommt er? Ja. Okay. Oh, das ist so eine üble Zeitverzögerung, ey. Da ist er. Und blaues Kabel. Liegt wieder beim Fernseher. Ah, sehr schön. Dann schließt schon mal das rote an. Ja. Schon erledigt. Oh nein. Na, komm. Der steht doch gut, Moment. Der Wagen steht scheiße. Ups. Ich hab ein blaues Kabel. Nimm du das blaue Kabel. Das hatte ich vor. Nein, sollte ich nicht. Nimm das Kabel. Ja. Ich hab das Kabel. Gut. Du musst jetzt nur durchs Zelt durch. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Und hops. Ich hänge. Ich hab ein Kabel. Na komm. Kommt's hinterher? Ja, sehr gut. Und dran damit. Gut, du gehst an den Fahrstuhl, ich gehe an den Generator. Wird gemacht. Und habe ich das rote Kabel rausgelöst. Passiert. Und. Na komm, sehr schön. Frage ist, wie lange? Okay, bis hier. Und dann können wir darüber. Geh du vor. Ja, jetzt! Okay. Reicht schon. Hoffentlich kommt es nochmal. Wird gerne nochmal hoch. Ja, danke. Da müssen wir lang. Aufs Dach erstmal. Oder? Ja, erstmal aufs Dach. Relativ egal. Und jetzt hier. Sehr schön. Und da ist eine Kiste. Na komm. Hoch hier. Können wir Molly einsperren? Im Käfig. Nein! Oh nein! Ich falle wieder runter. So. Jetzt wird es hier schon verschneit. Eine Chance auf einen Checkpoint ist hier nicht, oder? Jetzt schon wieder, doch. Okay, da ist ein weiteres Flugzeug. Ja. Sehr schön. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Was ist das hier? Ich muss mal kurz respawnen, Moment. Und okay, man landet auf Platz. Gut. Okay, hier in die Hütte können wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Was ist unsere nächste Quest? Oh, sie haben diese super beliebte Eismechanik zurückgebracht. Wir müssen irgendwas hier dranhängen und dann runter, denke ich. Oder okay, das Eis schmilzt dann wahrscheinlich, wenn wir hier... Geh weg. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg. Nee, das wird nichts bringen, so. Ach, da wollen wir doch niemals wieder zurück. Wir wollen nach oben. Vielleicht über das Flugzeug hier, über die Flugzeugflüge nach oben zur roten Hütte, Molly. Ja, schon klar, aber wir müssen da zuerst mal... Das brauchen wir denn. Ich sehe wie. Das brauchen wir den S-Klotz wahrscheinlich, oder? Theoretisch. Vielleicht so? Nein. Okay, hier kommen wir schon mal nicht drüber. Das heißt, wir müssen einfach straight hier in den Schatten vom Baum. Gut. Ist mir auch Bescheid. Aber das bringt nichts, wenn das schmelzt. Nee, es bringt auch nichts. Oh, scheiß doch drauf, ey. Wir müssen hochklettern.
müssen klettern. Hier muss es noch irgendeine andere Möglichkeit geben. Ja, es klettern. Meine Fresse. Nee, es geht halt ja. Das kann halt nicht die Lösung sein. Wir müssen irgendwie Schatten machen können oder sonst was. Das hatte ich schon mal in einem Level. Das ist durchaus möglich. Im Workshop-Level kann das öfters so der Fall sein. Ja, das hier ist aber ein offizielles, von daher. Das Klettern eine Möglichkeit ist. Aber auch in einem offiziellen Level, in dem Thermal-Level, da ist das eine. Musst du mit Klettern ans Ziel. Da kommst du ohne Klettern nicht weiter. Ist doch so eine nervige Scheiße. Ist irgendwas auf dem Dach vielleicht? Na komm. Ich guck mal eben, Moment. Ich versuche jetzt hier so hoch zu kommen. Ja, sehr gut. Und. Nee, hier ist auch nichts auf dem Dach. So, hangeln. Vielleicht gibt es da oben einen Checkpoint. Wenn ich hochgehangelt bin. Hoffst du einfach mal. Dann kannst du hinterherkommen. Wieso hält er sich nicht fest? So, komm, hier. Moment, ich hab eine Idee. Eins. Hält dich doch mal fest. Moment. Stell einen Stuhl hin. Ja, das meinte ich. Da brauchst du noch einen geilen Knoten und einen Strick und dann. Moment! Hier ist noch ein Stuhl. Ja, wir brauchen ganz sicher den Eisklumpen dafür. Geh mal weg da. Andersrum. Das ist doch egal, Hauptsache man kann drauf. So. Jetzt brauchst du noch einen Strick und dann musst du einen geilen Knoten binden und dann. Na komm, jetzt das Ding, das kleine bisschen hier können wir doch sprengen. Ja, na komm. So, jetzt lass mich mal. Also hier und dann noch einmal. Eins und. Irgendwie nicht. Na komm. Ich gebe nicht auf. Ich kann da oben nicht fast fest. Ich muss doch da oben. Muss doch da können. Offensichtlich nicht. Nee, da rutsche ich nur. Lass mich mal ran. Die Eisoberfläche, die lässt sich nicht. Die lässt sich nicht grabben. Das muss doch. Komm nicht mal auf den scheiß Tisch hoch. Weil ich den weggeräumt habe. Ja, stell ihn wieder hin. Wir müssen ja richtig aufstellen hier. Ja, so schief. Sekunde. Hab's hier rüber. Na komm, jetzt steht er. Also steht da klein und runter. Ist gut genug. Mensch. Nee, ist nicht gut genug. Oh mein Gott, das ist. So kleiner Stich weg. Drehen um. Andersrum. So, umkippen. Kannst du mal direkt festhalten? Mal direkt da. Ich will den Tisch gerade hinstellen. Anders funktioniert das scheinbar hier gar nicht. Hier funktioniert nichts. Da muss wahrscheinlich irgendeine Scheiße mit dem Eisblock machen. Und umkippen und umkippen. Kannst du mal vielleicht versuchen, den Tisch in Position zu halten? Sehr gut. So könnte es klappen. Und hier mal die Ecke. Es wird doch auch nichts. Das ist doch Dreck. Ja. Dann komm hier hoch. Versuch du mal, Molly. Okay. Du kannst an die Eisplatte nicht dran fassen. Und hoch. Doch, kannst du. Seitlich. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hinterherkommen. Och Mann, ich kann nicht springen. Das konnte ich noch nie, aber gut. Ja, Checkpoint. Ich bring mich um. Oh Mann, was für eine Scheiße, okay. Und hier liegt random ein Stock, der brennt. Super. Das ist sehr logisch. Fürs Eis hier, für eine Eisspitze. Hier, die Statue musst du frei machen. Komm zu mir. Kann es sein, dass diese extra Level einfach nur Workshop-Level sind, die sie übernommen haben? Komm, hier. Ran damit. Das fühlt sich nämlich sehr, sehr stark danach an. Ja, ist es auch.
Ja, das erklärt einiges, weil das ist spielerisch echt schlecht durchdacht und echt scheiße. Die anderen Level sind auch nicht. Da haben sie nichts dran getan. Die sind. Die werden Allein, dass einfach sowas genommen. passiert. Jetzt müssen wir über den Hammer drüber wahrscheinlich. Ach, der ist. Ach, das Eis ist weg bei dir. Ja. Ja, bei mir nicht. Ist weg. Moment, jetzt bin ich gespannt. Kann ich ans Eis oder kann ich. Nein, ich muss auch auf den Hammer. Okay. So, hier. Jetzt können wir da runter. Nee, ich zieh mich doch nicht runter, Alles verdammt. gut. Jetzt springen. Jetzt hier und jetzt da Ich hoffe, in weiter. der Hütte ist das Ding vorbei, weil das ist. Oh, Und das ist es geht echt ein dann. In der Hütte gibt es noch einen Fahrstuhl runter an eine andere Mine. guter. Das Level geht einfach 5 Stunden. Toll, wie kommen wir da jetzt rüber? Hier so hin und. Ja. Auf die, auf, ich würde sagen, auf den, auf das Ding, Flugzeug. auf das Flugzeug. Du zuerst. Geh aus. Okay. Offensichtlich ja nicht. Offensichtlich jetzt hier klettern. Sekunden, das geht. Hoffnungsvolle Musik. Da sind Bretter auf dem. Ja, das kann man. Und über die Bretter kommt man dann rüber auf den anderen Berg. Ist möglich. Wenn man gut springt, dann kommt man auch sofort auf die Bretter. Ist echt zum Kotzen hier. Ja. Dann kommt jetzt hier und schwenken, ist halt das Flugzeug schwenkt. Okay, nochmal von vorn. Musst auf jeden Fall über das Flugzeug. Wenn du richtig landest, dann kommst du auf die Planken dort und kannst von den Planken aus rüber zum nächsten Berg. Ich bin gerade wieder beim Hammer. Wo hängst du gerade ab? Auf den Planken. Ach, okay, so. Also die Schneewirbelmaschine macht mir ein bisschen Angst. Da drüben. Schießt dann wahrscheinlich wieder zum Anfang und dann ist das Auto plötzlich repariert und da ist Ende oder sowas. So, hier mal rüber. Das ist halt so eindeutig ein Workshop-Level, ey. Definitiv. Oh nein. Das Ich hat war halt fast schon das Niveau von diesem beigen Level. nicht annähernd, aber okay. Doch. Space Level war schon ordentlich scheiße. Und um einiges länger, verdammte Scheiße. Jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Naja, so viel länger auch nicht. Wir haben jetzt schon 21:10 Uhr. Wir haben um kurz vor 21 8 Uhr angefangen. begonnen. Schaffst du es mal rüber? Vielleicht ist da drüben ja ein Checkpoint. Höchstwahrscheinlich. Kann sich der andere umbringen gehen. Aber schaffen würde ich es gern heute noch. Soweit wie wir jetzt hier gekommen sind, dürfen wir nicht Ich aufgeben. hänge immer an dem Drecksberg. Den Sprung schaffst du nicht, weil das scheiß Flugzeug sich bewegt. Muss halt auch von Planke zu Planke springen. Das ist halt Ja, das schön, das Blöde. Flugzeug dreht sich dabei aber. Weil das Ding hier sich nicht durchdacht wurde. Ja. Bei solchen Sprüngen macht man eine feste Plattform und nicht so einen drehenden Scheiß. Mann. Tolles neues Level. Ganz ehrlich, Overcooked war zwar stressig und nervig, aber das hier ist halt echt Endlevel, Können wir finde ich. vielleicht irgendwie, nee, über die Lianen können wir nicht, über die. Ja, doch, wahrscheinlich schon, weil. Das muss hier irgendwie. Okay, Wahrscheinlich ich bin geht auf das der nicht. Planke. Sekunde, ich bin auf der Planke. Jetzt Ja, nicht schön, und ich mehr. hänge am Flugzeug. Merkst du, wie es sich dreht? Ich hänge im Flugzeug. Ach, du hängst im Flugzeug, schön. Okay, jetzt bin ich auf der Planke. Bleibt stehen auf dem Ding. Wenn wir jetzt hier. Da lang, da lang, da lang. Und jetzt ein Sprung. Hops! Ich hänge. Wir Ist hängen ja schön. beide. Jetzt ja nicht runterfallen hier. Ganz ruhig. Nein.
Nein. Ein bisschen Anruf und. Ups. Oh, Kacke. Oh. Jetzt hier okay, einmal abrutschen. Sagt schon alles, oder? Jetzt hier einmal abrutschen und dann ist es halt hier wirklich. Das ist jetzt nochmal Nervenkitzel hier am Ende. Super. Nein, 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 nein. Einer hat schon versagt. Es gab hier noch kein Checkpoint. Ich weiß, ich mach das kurz. Savepoint. Ja. Noch nicht ins Ende gehen, noch nicht. Wir gehen gemeinsam. Wir stehen eine Schneemaschine mitten im Weg. Geht verdammt nochmal gemeinsam da rein. Nach dem, was wir hier erlitten haben. Ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch. Okay. Warte auf mich. Einmal ums Haus rum oder wie komme ich da durch? Unter der Schneemaschine durch, ist doch logisch. Wie zum Henker. Ich laufe jetzt über die. Einfach drauf zulaufen. Oder so. Oben drüber. Ab ins Haus. Mensch, wo könnte im Ofen sein? Im Ofen. Nein. Hurra. Und es ist nichts. Es ist. Errungenschaft falsch abgebogen. Definitiv, aber definitiv. Scheiße. Definitiv sind wir hier falsch abgebogen. Boah, das war das, was wir hier gespielt haben. Platte. Lief.